Dakshina Shvasa Gamanasana ist eine Übung, um den rechten Atemfluss zu verstärken. Dakshina Shvasa bedeutet, dass das rechte Nasenloch frei wird und aktiviert so Surya Nadi, den Sonnenenergiekanal, und damit auch den Feueratem. Judith zeigt, wie es geht. Ausgangsposition Langsitz und von hier komme zur Zehenspitzenstellung. Also setz von Fersensitz auf die Zehenspitzen und dann gib den linken Achselhöhle unter das linke Knie. Dass also wirklich das linke Knie in die Achselhöhle hineindrückt, denn der obere Achselhöhlenpunkt ist der Reflexpunkt des Ajna Chakras. Du kannst dabei das rechte Knie entweder nach rechts abwinkeln, du kannst auch den Kopf leicht nach links hinunterhängen lassen, dass das rechte Nasenloch oben ist. Und so, wenn du auf diese Weise so die Stellung so hältst, wirst du nach einer Weile merken können, dass das rechte Nasenloch offener wird. Es gibt von Dakshina Shvasa Gamanasana noch einige andere Variationen, aber als Grundlage ist erst einmal linkes Knie unter die Achselhöhle und dann den Kopf dabei auch leicht nach links, sodass das rechte Nasenloch oben ist. Ich zeige auch noch mal eine einfachere Variation. Einfach sitzen und dann Achselhöhle auf das linke Knie, Kopf leicht nach links. Und nach einer Weile wirst du merken, dass das rechte Nasenloch in Gang kommt. Und das ist eben was Dakshina Shvasa Gamana in Gang bringen des Flusses im rechten Nasenloch.